Hallo alle Schüler und Schülerinnen. Wir haben heute die Alltagssituationen. A. Sie fragen und so weiter. Und B. Mann oder ihr Freund fragte sie. Okay, wir beginnen. 1. Sie fragen nach dem Alter. Wie alt bist du? Ihr Freund fragt sie nach dem Alter. Sagt, ich bin 17 Jahre alt. A. 2. Sie fragen nach der Adresse. Wo wohnst du? B. Ihr Freund fragt sie nach der Adresse. Ich wohne in Kairo in Alex und so. A. 3. Sie fragen nach dem Beruf. Was sind Sie von Beruf? B. Ihr Freund fragt sie nach dem Beruf. Ich bin ein Arzt. Dann A. Sie fragen nach Alter. Die Antwort: Wie alt bist du? Sie fragen nach Adresse oder Wohnort. Wo wohnst du? Sie fragen nach Beruf. Was sind Sie vom Beruf? 4. Sie fragen nach Traumberuf. Was willst du werden? 5. Sie fragen nach Fahrzeit. Wann fahren Sie? 6. Sie fragen nach Verkehrsmittel. Womit fahren Sie? 7. Sie fragen nach Fahrziel. Wohin fahren Sie? 8. Sie fragen nach Meinung. Wie finden Sie? 9. Sie fragen nach Freizeit. Wann hast du frei? 10. Sie fragen nach Geburtstag. Wann hast du Geburtstag? 11. Sie fragen nach Lieblingsfach. Was ist dein Lieblingsfach? 12. Sie fragen nach Klasse. In welcher Klasse gehst du? 13. Sie fragen nach Fernsehprogramm. Was gibt's heute im Fernsehen? 14. Sie fragen nach Telefonnummer. Wie ist dein Telefonnummer? 15. Sie fragen nach Hilfe. Kannst du mir helfen? Sie fragen nach Wetter. 16. Wie ist das Wetter heute? 17. Sie fragen nach Arbeitsort. Wo arbeiten Sie? 18. Sie fragen nach Termin der Schule. Wann beginnt die Schule? 19. Sie fragen nach Hobby. Was ist dein Hobby? 20. Sie fragen nach Deutschlehrer. Wen hast du in Deutsch? 21. Sie fragen nach Stundenplan. Was hast du heute? 22. Sie fragen nach Lage von Kairo. Wo liegt Kairo? 23. Sie fragen nach Weg zum Theater. Wie komme ich zum Theater? 24. Sie fragen nach Herkunft oder Heimatstadt. Woher kommst du? 25. Sie fragen nach Zahl der Klassen. Wie viele Klassen sind in der Schule? 26. Sie fragen nach Krankheit. Was hast du denn? Dann. Ihr Freund hat oder ist oder geht? Geburtstag zum Beispiel. Die Antwort: Herzlich Glückwunsch. Reise: Gute Reise. Prüfung: Viel Erfolg. Beim Essen: Die Antwort: Guten Appetit. Ins Theater oder Kino: Viel Spaß. Ins Bett: Gute Nacht oder Schlaf gut. Krank: Hat Grippe, hat Fieber. Die Antwort: Gute Besserung. Besucht dich zu Haus. Die Antwort: Herzlich willkommen.
Kommt spät in die Klasse, die Antwort Entschuldigung. Hat die Prüfung bestanden, die Antwort gratuliere. Dann neue Ausdrücke, sie sind mit etwas einverstanden, mean, du hast recht. Zwei, sie akzeptieren etwas nicht, ich bin anderer Meinung. Drei, sie treffen mit ihrem Freund am Sonntag, bis Sonntag. Vier, ihr Freund hat einen Unfall gemacht, oh, es tut mir leid. Fünf, ihr Freund will mit ihnen eine Reise machen. Hoffentlich klappt es. 6. Das Wetter ist sehr heiß. Affenhitze. 7. Es ist Weihnachten. Fröhliches Weihnachten. 8. Sie haben etwas in der Klasse nicht verstanden. Bitte nochmal. 9. Sie sind in einem Restaurant und wollen etwas bestellen. Das Menü bitte. 10. Sie haben einen tollen Film nicht gesehen. Schade. Okay, das ist der Ende. Danke. Tschüss.